Live in unserem Interviewstudio begrüße ich jetzt Justizministerin Alma Zadic. Guten Abend. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Danke fürs Kommen, Frau Ministerin. Beginnen wir mit der Frage, die sich nach diesen neuen Entwicklungen heute wohl sehr, sehr viele Menschen stellen, nämlich der, hätte man diesen Anschlag verhindern können? Ich glaube, dass wir uns jetzt in erster Linie die Frage stellen müssen, wie können wir den Schutz der Bevölkerung gewährleisten und wie können wir für die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung sorgen? Und wir haben heute den Nationalen Sicherheitsrat gehabt, wo ich auch gemeinsam mit dem Innenminister vorgeschlagen habe, dass wir eine Untersuchungskommission ins Leben rufen, die sich diesen Fall ganz genau anschaut. Die genau anschaut und daraus die Lehren zieht. Und aus diesen Lehren werden wir auch ein Maßnahmenbündel vorschlagen, um für die Zukunft gerüstet zu sein, um in der Zukunft solche Sachen zu verhindern. Denn es ist ein brutaler Terrorakt, der uns Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die in Österreich leben, erschüttert hat. Und meine Anteilnahme und mein Mitgefühl gilt den Opfern und den Angehörigen. Wir haben es in dem Bericht gesehen, es sind schreckliche Bilder, die wir unbedingt gemeinsam im Zusammenspiel, in Zusammenarbeit auch verhindern müssen. Die Untersuchungskommission soll diese Fragen also klären, aber diese Fragen liegen natürlich auf dem Tisch, die kann man jetzt auch nicht leugnen. Vor allem auch, nachdem gestern schon Schuldzuweisungen erhoben worden sind, und zwar in Richtung Justiz. Der Bundeskanzler hat es am deutlichsten formuliert, er hat gesagt, in Bezug auf die vorzeitige Haftentlassung, wäre es zu dieser Haftentlassung nicht gekommen, hätte es den Anschlag nicht gegeben. Haben Sie für sich intern geklärt, wie es zu dieser Haftentlassung gekommen ist? Also ich habe gestern selbstverständlich den Auftrag gegeben, dass mir alle Berichte vorgelegt werden. Ich habe auch sowohl mit Neustadt als auch mit Derath ein Gespräch geführt, weil es einfach wichtig ist, in der Zeit, damals aus dem Jahr 2019, sich alles anzuschauen, wie ist es zur bedingten Entlassung gekommen, was sagen die Berichte. Und eins muss klar sein, und ich glaube, das ist einfach wichtig festzustellen, der Mann, der war in Betreuung, der wurde bedingt entlassen, es wurde aufgetragen, also das Gericht hat aufgetragen, dass er betreut wird, dass er kontrolliert wird für die nächsten 3 Jahre sozusagen. Also es wurde eine Probezeit für 3 Jahre verhängt, wo ganz strenge Auflagen gegolten haben. Trotzdem muss man sagen, ist diese Tat passiert, und da werden wir uns selbstverständlich in dieser Untersuchungskommission damit befassen müssen, wie konnte es so weit kommen. Während dieser Zeit meldet auch die Justiz dem Landesamt, dem Verfassungsschutz, dass der Mann, der potenziell gefährlich sein kann, weil er eine terroristische Straftat begangen ist, meldet dem Verfassungsschutz, dass der bedingt entlassen ist und dass er in Betreuung ist, sodass natürlich auch der Verfassungsschutz bei einer Gefahreneinschätzung auch die Überwachung durchführen kann. Der Täter hätte beobachtet werden müssen, 3 Jahre lang, Sie haben es gerade gesagt, und zwar von der Entlassung weggerechnet, von nicht einmal einem Jahr, 3 Jahre. Das heißt, er hätte selbstverständlich bis Montagabend unter Observation stehen müssen, beziehungsweise kontrolliert werden müssen. Ist das nach Ihrem Wissensstand passiert? Also das, was mir berichtet wurde, ist, dass es mehrere Sitzungen gegeben hat, dass er alle Sitzungen sowohl beim Verein Neustart als auch beim Deradikalisierungsprogramm von Derath auch an allen Sitzungen teilgenommen hat. Die letzte Sitzung fand sogar am Donnerstag davor statt, also die Woche vor der blutigen Tat. Das heißt, wir werden uns sehr wohl anschauen müssen, und das ist auch eine Aufgabe, die wir in dieser Untersuchungskommission klären müssen, was kann die Justiz, was kann die Staatsanwaltschaft, was können die Gerichte tun, was können wir in diesen Deradikalisierungsprogrammen tun, um solche Taten für die Zukunft zu verhindern. Wichtig ist für die Justiz, dass auch der Informationsfluss und der Informationsaustausch zwischen dem Verfassungsschutz, zwischen den Staatsschützern und der Staatsanwaltschaft und dem Gericht gut funktioniert. Und da begrüße ich auch sehr die Initiative vom Innenminister Nehammer, der auch heute angekündigt hat, eine neue Aufstellung des BVT, des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Denn ein Teil dieser Neuaufstellung wird natürlich auch beinhalten, dass der Informationsfluss zwischen den Staatsschützern und den Staatsanwaltschaften, aber auch den Gerichten gesichert ist. Und da werde ich auch meine Unterstützung selbstverständlich zur Verfügung stellen.
Es ist es nur so, dass diese Information ja ohnehin schon weitergegeben werden sollte. Dieser Austausch müsste selbstverständlich passieren, ist aber offenbar nicht passiert, wenn man bedenkt, dass der spätere Täter von Wien im Juli in der Slowakei versucht hat, Munition zu besorgen. Die slowakischen Behörden, haben sie auch bestätigt, haben das ans österreichische Innenministerium weitergeleitet. Im Justizministerium und in der Justiz, bei den Behörden dort, wurden diese Informationen aber nie eingelangt. Sind die nie eingelangt? Ist das richtig? Können Sie das bestätigen? Also ich habe mir gestern auch berichten lassen, als diese Gerüchte auch im Umlauf waren, wann wir davon erfahren haben. Ich kann Ihnen berichten, laut der Staatsanwaltschaft Wien haben wir am Abend nach der Tat oder am Abend der Tat, als es um die Anordnungen zur Hausdurchsuchung gegangen ist, hat die Staatsanwaltschaft Wien davon erfahren, dass ein versuchter Munitionskauf in der Slowakei stattgefunden hat. Wir werden uns selbstverständlich auch diese Informationsflüsse anschauen. Ich glaube, dass genau deswegen auch die Initiative sehr richtig und wichtig ist, dass wir jetzt eine Untersuchungskommission einsetzen, um genau zu prüfen, was hätte man in diesem Fall machen müssen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Denn es bringt jetzt nichts, der Bevölkerung den Schuldigen zu suchen, sondern wir müssen jetzt nach vorne schauen und gemeinsam Maßnahmen setzen, damit so etwas nie wieder passiert. Frau Ministerin, mir ist das schon klar, dass es sehr, sehr schwer ist, jetzt einen Schuldigen zu finden und natürlich ganz besonders in einem Interview. Aber dennoch, die Interessenslage ist so groß, dass ich da einfach nachfragen muss, weil da so viele Widersprüche da liegen. Der Innenminister hat heute seinen Vorgänger Herbert Kickl massiv angegriffen und hat gesagt, der hat das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung quasi zerstört und dadurch natürlich auch die Kommunikation. So hat er es gesagt. Jetzt, wenn man den Kommunikationsfehler offenbar, den ich gerade angesprochen habe, Stichwort Munition, Stichwort Juli 2020 hernimmt, dann hat Herbert Kickl damit wohl gar nichts zu tun. Damals war Karl Nehammer schon Innenminister, Sie waren Justizministerin. Wie können Sie das intern sich erklären? Also fest steht, und das hat der Innenminister Nehammer auch heute gesagt, es braucht natürlich eine Neuaufstellung des BVTs und ein Teil dieser Neuaufstellung wird es sein, diese Informationsflüsse zu verbessern. Weil selbstverständlich es wichtig ist, dass die Staatsanwaltschaft und die Gerichte alle Informationen haben, um, wenn jetzt beispielsweise ein Gefährder innerhalb einer Probezeit, wo er möglicherweise unter Auflagen, gewisse Auflagen zu erfüllen hat, wenn es da Gefahrenmomente gibt oder wenn es da Anhaltspunkte für einen Anfangsverdacht gibt, dann muss die Staatsanwaltschaft selbstverständlich prüfen. Aber ich bin da in einem sehr intensiven Austausch mit dem Innenminister Nehammer und begrüße sehr, dass er die Initiative auch setzt und fördert, dass man den BVT neu aufstellt. Und wir haben auch deswegen gemeinsam diese Untersuchungskommission ins Leben gerufen, weil es ganz wichtig ist, dass alles aufgeklärt wird. Nicht nur Nehammer hat Kickl angegriffen, Kickl hat auch Nehammer angegriffen und hat gesagt, dass am Morgen des 3. November, also gestern früh, ursprünglich geplant war, eine groß angelegte Razzia in der Islamistenszene durchzuführen und dass da etwas durchgesickert sei, dass die Beteiligten gewarnt worden seien. Ist das richtig? Also das weiß ich natürlich nicht. Ich mische mich auch nicht in laufende Ermittlungstätigkeiten ein. Was ich weiß, ist, dass die Polizei sehr akribisch vorgeht und dass es extrem wichtig ist, wenn es um die Sicherheit unseres Landes geht, nicht vorzeitig in Pressekonferenzen Informationen freizugeben, die möglicherweise Ermittlungen gefährden. Aber haben Sie intern über diese Vorwürfe gesprochen? Wir haben über diese Vorwürfe nicht gesprochen, weil es tatsächlich laufende Ermittlungsmaßnahmen sind. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei sind da in engstem Austausch. Es ist eine geheime Aktion und daher sind solche Informationen Schaden der Ermittlungsarbeit. Aber jetzt könnten Sie es ja im Nachhinein erfahren, ob gestern früh etwas geplant war. Wie gesagt, also es liegt nicht, ich bin Justizministerin und mische mich nicht Ermittlungstätigkeiten ein. Das ist Sache des Innenministeriums, das ist Sache der Polizei.
und diese Gefährdungs- und Gefahreneinschätzungen durchzuführen und diese Ermittlungen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft durchzuführen. Abschließend jetzt noch zur Frage der Deradikalisierung. Sie haben jetzt schon mehrfach angedeutet, es muss sich etwas ändern. Man hört, dass die ÖVP großes Interesse daran hat, da auch, sagen wir, das neu aufzustellen, das Programm der Radikalisierung, neue Regeln quasi aufzustellen. Sind Sie da auch dafür? Also selbstverständlich müssen wir uns sowohl anschauen, wie funktioniert die Deradikalisierung im Strafvollzug, in den Justizanstalten, als auch danach. Für mich steht fest, dass jedenfalls eine stärkere Überwachung bzw. eine stärkere Überwachung der Aufgaben sowohl der Bewährungshilfe als auch der Deradikalisierungsprogramme nach einer Entlassung auch durchgeführt werden muss. Während des Strafvollzugs müssen wir natürlich uns anschauen, wie können wir die Deradikalisierungsprogramme noch engmaschiger gestalten. Dafür wird es Budget brauchen, aber das Budget für unsere Sicherheit sollte eigentlich keine Rolle spielen. Das werden wir genau analysieren und ich werde auch Maßnahmen vorschlagen, wie wir die Deradikalisierung sowohl im Strafvollzug als auch nach der Entlassung weiter forcieren und fördern können. Aber heißt das im Klartext, Sie sagen, ja, man muss in Österreich mit Gefährdern anders umgehen als bisher? Das, was wir gesehen haben, ist, dass der Attentäter in einer Betreuung war und dass er bestimmte Auflagen erfüllen musste. Es stellt sich daher jetzt die Frage, was wir ändern müssen, damit er noch engmaschiger betreut wird, damit er zusätzlich auch noch überwacht wird, wenn er als Gefährder eingestuft wird. Und da ist auch für mich klar, dass wir uns hier anschauen müssen, wie können wir die Deradikalisierungsprogramme so ausrichten, dass sie auch wirklich greifen, dass sie auch engmaschiger sind. Zum einen, das heißt, dass da auch wirklich mehr passiert. Und zum dritten, dass auch das Gericht eine gewisse Handhabe hat, werden wir daher auch überlegen, wie wir die gerichtliche Kontrolle in diesem Zusammenhang weiter ausweiten. Frau Ministerin Zadic, vielen Dank für den Besuch bei uns und für das Interview. Herzlichen Dank, Dankeschön. Von allen